So, also dann hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten und entscheidenden Spiel mit Power Rangers gegen Navi. Navi entscheidet sich diesmal für den First Pick Wisp. Und ja, gerade noch kurz eine Frage im Chat, ob es ja, teuer ist, in HD zu streamen. Also ja, die Hardware, um in HD zu streamen, schon, bräuchte mindestens noch 4 GB RAM dazu, das synchronisiert sein muss, gleich 8, plus eine gescheite Grafikkarte, wäre halt teuer, knapp 300 €. Aber mal schauen, vielleicht kann ich irgendwo in Raten zahlen, dann schaue ich, dass ich in den nächsten Wochen irgendwann HD streamen kann. Ja, es packen, ja, es kommt halt auf mehrere Faktoren drauf an, aber wie gesagt, das mal so kurz am Rande an Frage im Chat, also ja, so knapp 300 €. Wer sie vielleicht gerade locker hat und unbedingt donaten will, da sage ich definitiv nicht nein, aber nein, Spaß beiseite, das wird schon gehen. Und Power Rangers gegen Navi, Spiel Nummer 3, Spiel Nummer 1 ging an die Jungs aus Weißrussland, an Power Rangers. Spiel Nummer 2 hat sich der Navi gesichert und jetzt geht es in die entscheidende Phase. Ich bin ganz gespannt, mit mir weiter im Cast dabei, Fauler Hans. Und ja, Zeus, Disruptor, die Kombination von Power Rangers, die setzen es wohl ganz auf die Kraft der Blitze und Navi. Ich bin mal gespannt, wird es eine Tiny Wisp-Kombination oder ja, etwas anderes? Es gibt ja einige Möglichkeiten, den Wisp zu kombinieren, was aktuell so gang und gäbe ist. Tiny Wisp oder ja, PA und Wisp, das sind so die beiden gängigsten. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere, wie zum Beispiel ja, Sven oder ähnliches. Also ja, mit dem Wisp kann Navi auf jeden Fall gut was spielen. Der Wisp an sich ist aber für mich persönlich, muss ich sagen, etwas überraschend, weil Navi bisher in diesem Qualifier jetzt nicht das Team war, das unbedingt so auf Wisp gesetzt hat. Aber ja, der Magnus, der muss auf jeden Fall dabei sein, würde ich sagen. Du schon mal irgendwelche Anmerkungen zum Draft, Hans? Ja, ich kann nicht rein, weil es noch so viele offene Spiele gibt, dass das Navi-Spiel noch nicht mehr angezeigt wird. Aber ich würde mich persönlich über eine CK-Wisp-Combo freuen, sieht man nicht allzu oft, auch nicht in Pro-Games, da eher noch viel weniger wie in Pubs. Und das wäre mit Sicherheit mal wieder schön. Hat aber Navi dem vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal gespielt. Einen Moment, ich sag dir mal schnell, ich schreib dir mal schnell, wie du reinkommst. So, dann solltest du auch reinkommen. Probier es einfach mal und sag Bescheid, vielleicht geht's. Ja, Dota Network, höre ich gerade, ist gerade ein bisschen überlastet. Deswegen kann es da zu kleineren Problemen kommen, aber ich nehme an. Also zumindest ich bin schon mal drin, das heißt, wir haben Bild. Du kannst dann, ja, hoffentlich sagen, schreib mir dann einfach, ob es geht oder nicht. Und ja, Broodmother ist gebannt, der Tiny von Power Rangers. Also Power Rangers haben sich hier festgelegt, sie wollen nicht gegen eine Tiny Wisp-Kombination spielen. Andere Sachen, wie bereits gesagt, sind möglich. Ja, Wisp Bristle Back hat auch auf jeden Fall schon ganz gut funktioniert für Navi. Aber trotzdem, der Wisp, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine ihrer, ich sag's mal, Pocket Strats. Wisp jetzt nicht wirklich der Pocket Hero, aber Navi, wie gesagt, bisher auch nicht so das Team gewesen, das viel auf Wisp gesetzt hat im Vergleich zu anderen Teams, wie zum Beispiel Virtus Pro, Polar oder auch mal Alliance. Deswegen bin ich von dem Wisp-Pick auf jeden Fall überrascht. Aber Navi, zumindest großes Vertrauen haben sie in den Magnus von Dendi, der jetzt zum dritten Mal in Folge gepickt wird. Ich glaube generell, wenn man so rückblickend über die gesamte Hinrunde schaut, dann war der Magnus generell der meistgepickteste Hero von Navi. Und sehr schöner Schachzug hier von J4, der den Gyrocopter, der auch eine gute Wisp-Kombination ist, bannt und sich selbst die Power-Ray, die PA pickt. Also damit quasi in einer Banphase gleich 3 Wisp-Kombinations-Hero rausgehauen. Gyro und Tiny sind gebannt, PA selber gepickt. Schlauer Schachzug, aber was ich auch von Navi schon mal gesehen habe, war eine Sven-Wisp-Kombination. Pistol Wisp wurde gegen Alliance gespielt. Das auf jeden Fall eine gute Draft-Entscheidung hier von J4. Mal schauen, wie Goplack darauf reagiert, ob er jetzt sich irgendwann mal dafür entscheidet, irgendwas mit dem Wisp zusammen zu picken oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt hier gerade. Der Faceless Void ist raus. Erstmal der Lion hinten dran. Goplak demnach mit Lion wieder unterwegs. Auch ein Hero, auf den Navi aktuell großes Vertrauen schenkt. Lion, Magnus, das sind so die beiden Picks, die Goplak eigentlich fast jedes Spiel dabei hat, wenn möglich. Mit denen es Navi aber auch möglich war, hier bis ins Loser Bracket Final vorzustoßen. Und auf der Dota LAN wird gerade gefragt, da war
Bambo, mein Co-Caster, der ist aber aktuell gerade mit Scrimmen beschäftigt, weil, ja, jetzt neues Jahr, steht einiges an, nächste Starladder-Season, einige Cups zu qualifizieren. Also deswegen Bambo nicht da, wird aber mich wahrscheinlich dann in den Starladder-Finals, die auch bei uns laufen werden, in deutscher Sprache dann unterstützen. Das ist gerade die Frage so nebendran. Ogre-Magi jetzt für Power Rangers und die Kombination aus PA und Ogre ist natürlich auf jeden Fall gefährlich. Bloodlust plus PA, die sowieso schon ganz gut zulangen kann, ist auf jeden Fall eine schöne Kombination. Legion Commander jetzt für Na'Vi und damit hat sich Goblak jetzt noch nicht für den Hard Carry und den potenziellen Wisp-Partner entschieden. Bist du mittlerweile reingekommen oder? Loading Screen, also kurz davor. Okay, also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, du solltest in wenigen Minuten da sein, wenn dann das Game losgeht, hoffentlich spätestens. Und der Juggernaut für Power Rangers muss raus. Also, das ist natürlich der Punkt, wenn du Wisp first pickst, klar, du lässt den Gegner lange im Unklaren, gegen was für eine Wisp-Kombination ihr spielt. Aber dadurch hat Power Rangers halt hier die Möglichkeit, insgesamt jetzt vier Heroes, die mit Wisp gut synergieren, rauszuhauen. Die PA, die sie Und selber es ist gepickt Legion. haben. Ja, sag ich selber, DPA haben sie sich selber gepickt und damit natürlich auch Na'Vi schon gut die Knights. Und mal schauen, was Na'Vi jetzt noch bannt auf der Seite von Power Rangers. Fehlt noch eine Offlane, der Batrider ist draußen, Tidehunter und Faceless Void ebenso. Bin mal gespannt, was Power Rangers auf der Offlane fährt. Du irgendwelche Predictions, was würdest du von Power Rangers hier gerne sehen auf der Offlane, vor allem auch gegen Wisp Magnus eventuell? Ich habe keinen Schimmer, du. Ich wüsste es nicht. Ich könnte mir einen Viper gut vorstellen. Würde mir ziemlich gefallen, weil sie halt bisher nur zwei Ranged haben. Aber ich denke, es kommt ein stärker Hero. Es könnte ein Clockwork werden. Ja, Clockwork oder Pristleback wäre auch Ein sein Doom. Hero, aber es ist ein Doom, also zumindest mit Stärke Hero lagen wir richtig. Doombringer jetzt für die Power Rangers und das ist natürlich ein starker Hero gegen den Magnus und auch gegen die Legion Commander. Wird natürlich dann auch wieder sehr davon abhängen, wer findet den besseren Initiate. Erst die AP rein, dann ist natürlich das Doom ein bisschen nutzlos. Ansonsten, wenn mal Power Rangers den Initiate auf Magnus mit Doom findet, dann können sie mit ihrem aktuellen Lineup den Fight ganz gut kontrollieren. Und Legion Commander finde ich an sich einen relativ interessanten Pick. Nur, ja, PA ist halt eigentlich kein Hero, den du gerne zum Duell herausforderst. Ein Lucky Crit von der PA im Duell und plötzlich ist die PA der Matchwinner. Und ja, das ist etwas, was du vermeiden willst. Vor allem auch Zeus steht draußen. Ogre Magi. Es sind viele Heroes, die auch ins Duell rein nuken können. Ich bin über den Legion Commander Pick noch nicht so ganz sicher, ob der wirklich so einschlagen wird, wie nah, wie sich das vor gestellt hat. Sowohl PA ist kein guter Duellpartner, man kann sich was anderes raussuchen, nur die PA kann dann unterstützen und wenn es wirklich wer anders ist, Zeus kann nuken, Ogre Magic kann nuken, also Na'Vi muss da extrem vorsichtig mit ihren Duellen umgehen, muss ich sagen. Ich persönlich würde mich hier jetzt von Na'Vis Seite würde ich sehr stark finden, würden Duel Lanes kommen. Ich könnte mir einen Silencer als Carry vorstellen und dann die Wisp Legion Commander auf der Offlane und dann der Lion und der Silencer als Safe Farm. Das wäre ziemlich interessant, muss ich sagen. Da wäre der Doom ziemlich machtlos dagegen und vor allem die PA. Ja, also klar, muss sagen, Silencer wäre hier ein relativ guter Pick. Legion Commander Wisp geht auch auf jeden Fall irgendwo ein Initiate finden und es ist, Und es ist ja, der der CK. CK geworden. Ein Hero. Stimmt, den haben wir natürlich voll vergessen. CK Wisp immer eine starke Kombination. Auch wenn aktuell der CK trotz Buff im letzten Patch immer noch nicht ganz so high rated ist. Trotzdem, aber Power Rangers hat den CK durchgehen lassen. Also nehme ich mal an, dass sie da schon einen Plan dagegen haben. Haben sich eher für den Juggernaut-Ban entschieden. Aber ja, CK Wisp ist die Kombination. Fnatic auf der Offlane dann wohl mit Legion und Dandy. Zum dritten Mal in Folge mit dem Magnus. Und auch da bin ich mal gespannt. Ich finde es nämlich immer, ja, sehr riskant quasi, sag ich mal, drei Spiele in Folge, dasselbe in der Mitte oder generell drei Spiele in Folge, relativ ähnliche Idee mit dicken APs von Dandy und dann guten Fight zu spielen, weil, ja, irgendwann muss Power Rangers sich ja mal drauf eingestellt haben. Schächlo gegen Magnus in der Mitte wird auf jeden Fall ein spannendes Duell werden. Ich bin mal gespannt. Spiel Nummer 3. Power Rangers gegen Na'Vi, jetzt live. Es geht darum, wer im Anschluss gegen die Jungs von Hellraisers ran darf. Ich bin mal wieder zu blöd, meine Kamera selber auszuwählen.
So, aber gut. Power Rangers gegen Navi. Und auf der Seite von Power Rangers haben wir Treasure Cat auf dem Doombringer Richtung Offlane. Wir haben in der Mitte Schechlo mit dem Zeus. Die DRR auf der PA Hard Carry und Fnatic, der stürmte direkt vor. Der wollte eigentlich nur warden gehen, aber die DRR ist direkt schon da. Dann haben wir Soneko, auf der ein erstklassiges erstes Spiel auf dem Rubik abgeliefert hat. Dieses Mal auf dem Disruptor. Und J4 mit dem Okameji. Was haben wir denn so auf der Seite von Navi, willst du mir das kurz sagen? Wir haben einen Goblake auf dem Lion, wir haben einen Khrovost auf seinem CK, einen Dandy, der zum dritten Mal in Folge seinen Magnus Mitte spielt. Wir haben einen Fnatic auf der Solo Offlane Legion Commander und einen Wisp, der direkt auf eine Bottle geht, sich eine Bounty Rune holen wird und dann seine Bottle hat. Ja, und so wie es aussieht, ja, das Problem, Game ist nicht auf Dota TV, so wie es aussieht. Also, ich glaube, liegt aber daran, dass die Leiste einfach voll ist. Es sind aktuell schon 4 Spiele live. Deswegen ist es aktuell nicht ganz so einfach, über Dota TV zuzuschauen. Außer, ja, man kennt jemanden, der in der Lobby hockt, aber ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall. Trotz alledem, wir sind auf jeden Fall gespannt. CK Wisp, lange nicht mehr gesehen. Ich bin, ja, ich weiß nicht, ich mag CK, aber er hat halt ein großes Problem. Es ist ein Carry, der sehr von seinem Ultimate abhängig ist. CK, wenn er sein Reality Rift plus Ultimate zusammenkriegt, findet er eigentlich ein Instant Outtake. Also vor allem im Late Game so 5 Illus, 5 CKs mit dann Crit und Damage, die auf dich draufhacken, sind nicht ganz zu verachten, aber im Großen und Ganzen, ja, CK halt relativ leicht auszukontern. Selbst wenn der gedoomt wird, wird es extrem schwer für Navi-Fights zu gewinnen. Und wir werden sehen, was so passiert. Also, Goblak und Khovorst sind unterwegs. Dandy bekommt in der Mitte Support. Nein, Wisp ist oben auf der Toplane. Hab ihn vorher noch in der Mitte gesehen, aber nein, er ist oben. Mal gucken. Also, DTRA, Soneko und der Okameji. Die Okameji-PA-Kombination auf jeden Fall stark. Und ich weiß auch, dass Power Rangers eine relativ gute PA spielen kann. Also zumindest die DRR. Gut, was heißt eine gute PA spielen kann? Der Hero, der springt rein und hofft, dass er ein paar Lucky Crits kriegt. Trotzdem, ja, wird das auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Wer darf gegen Hellraisers ran? Die sitzen schon in den Startlöchern und warten auf den Gegner, der sie erwartet. Zum allgemeinen Game-Ablauf, wen siehst du denn line-up-technisch so ein bisschen vorne? Oder ist da so beides gleich? Oh, warte mal ganz kurz an der Seite. J4, der findet aber Vanscore. Guter Stun kommt. Pressed Attack hinterher. Klims nicht geskillt. Also oben Fnatic und Vanscore, die gehen da schon richtig aggressiv zu Werke. Also schenken sich da beide Seiten nichts. Wenn ich mir das so anschaue, die hetzen da oben nur umher, versuchen irgendwo Damage zu machen. Aber bisher funktioniert es nicht. Also, so die Frage an dich: Wen siehst du line-up-technisch ein bisschen vorne dran oder Ich muss ja. sagen, Navi, man hat einen Legion Commander, die mit zunehmender Länge des Spiels immer mehr Damage raushaut. Man hat einen CK, der einfach einen wahnsinnigen Damage raushaut und dazu ein AP, wobei ich sagen muss, das AP, da kommt halt nicht so viel AOE Damage hinterher. Das könnte ein bisschen problematisch werden, wobei man dann eben auf Seiten von den Power Rangers einen wunderschönen Static Storm hat und dann eben Thunderskull Wrath, mit dem er einfach unheimlich viel Damage raushaut. Ja, ich weiß nicht, ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwerer. Hab lange Zeit drafttechnisch, ich sehe drafttechnisch sogar wirklich Power Ranger vorne dran, da ich Fnatic, wie gesagt, er muss mit seinen Duellen unglaublich vorsichtig sein. Klar, Blade Mail wurde im Chat auch schon angesprochen. Wenn er das irgendwann hat, dann kann er auch mal eine PA duellieren. Aber im Großen und Ganzen sehe ich hier für Fnatic große Probleme, sein Duell gut an den Mann zu bringen. Doom kann später mit einem gut gesetzten Doom auf Khovorst den gesamten Hero eigentlich auscountern, weil CK ohne seine Illus, ohne Spells relativ schwach auf der Brust ist. Ich sehe Power Rangers ein bisschen vorne dran, aber gut, wenn wir da ein bisschen geteilter Meinung sind, ist ja nicht verkehrt. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel werden. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Beide Teams mit der Chance, im Finale gegen die Hellraisers zu spielen. Beide Teams aber sicher schon, zumindest als Wildcard-Teilnehmer, auf den DACs 2015.
Zumindest das schon mal eine gute Neuigkeit. Und ich bin mal ehrlich, vier Teams kommen ja oben jetzt gerade. Der GoFunnig muss aufpassen. Pressed Attack auf den Wisp gesetzt, um sich da ein bisschen erhöhte Region zu holen. Aber gut gemachtes Glimps. Und Funnig muss oben aufpassen. Wird da wahrscheinlich direkt angegangen. War noch, hielt er sich hoch. Und jetzt startet so eine Echo mit dem First Blood für die Power Rangers. Also, guter Start hier oben auf der Top-Lane. Aber wenn man gesehen hat, wie lange es gebraucht hat, um diesen Funnig down zu kriegen. Die haben da ja alles drauf genügt, was sie hatten. Aber Funnig war einfach nicht zu töten. Und jetzt mit Overwhelming Odds, der hetzt da schon wieder rein. Also Funnig, der spielt hier oben die Off-Lane dieses Mal richtig, richtig aggressiv. Also, ja, da hat sich wohl Wut aufgestaut nach den ersten beiden verlorenen Off-Lanern. Wollte ich gerade sagen. Möchte sich revanchieren. Ja, das auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, ich wollte noch kurz auf das System der DACs. Insgesamt aus den China Qualifiern qualifizieren sich ja sechs Teams, wovon die ersten vier weiterkommen, Platz 5 und 6 dann auch in den Wildcards dabei sind. Das heißt, verhältnismäßig sind in den Wildcard-Matches eher die schwächeren Teams aus der China-SEA-Zone, was, egal wer hier verliert, auf jeden Fall die Chancen für Power Rangers, Navi oder auch wenn Hellraisers im Finale verliert, also jeden der drei Teams, sie sind stark in der EU-Szene unterwegs und sie haben trotzdem, würde ich sagen, immer noch sehr gute Chancen an den DACs teilzunehmen. Das so am Rande. Aber klar, das ist natürlich kein Trost, wenn du dir denkst, oh, fahren wir halt auf die WLAN und machen ein paar Wildcard-Teams fertig. Die werden natürlich auch Vollgas geben. Trotzdem, die Chancen sowohl für Power Rangers als auch Navi, als auch Hellraisers, egal wer dieses Turnier heute gewinnen wird, dieses Quali-Turnier, sind nicht zu unterschätzen. Also beide mit relativ guten Chancen, würde ich sagen. Und oben jetzt der nächste Go of Funny Rotation kommt da schon wieder. Vance Girl Star. Da kommt der Stun und auch der Zeus direkt unterwegs. Wird da direkt erstmal weggeglimpst und Ditya Ra will diesen Kill unbedingt haben. Dive da sogar an den Tower, aber ja, ohne seinen Crit fehlt ihm da noch ein bisschen einiges an Damage. Man muss schon sagen, Havos wieder mit einem wahnsinnigen Farming-Game, führt jetzt schon über die PA mit 11 Last-Hits, hat in einem Last-Hit seine Midas ready und zwar genau jetzt. Es wird ein wahnsinniges Farm-Game von ihm und ein CK mit Farm, den kriegt man mit diesem Line-Up außer mit ein paar Lucky Bashes einfach nicht mehr down. Ja, aber gut, ja, die Hand of Midas sehr früh da und du sprichst es auch schon an, der Farmvorteil gegenüber unserem Ditya Ra oder Power Rangers Ditya Ra ist auf jeden Fall schon mal nicht allzu schlecht. Also Worst, der farmt da unten wie ein Tier. Gut, der ist ja auch quasi zwei Leute. Er reitet auf einem Pferd, Pferd und Reiter, beide hier gut dabei mit dem Last Hit. Ditya Ra, DPA, mal schauen. Overwhelming Odds, aber gut, ich muss auch sagen, dass mit den weniger Last Hits ist definitiv auch Funnig zuzusprechen, der hier oben aggressiv bis zum geht nicht mehr zu Werke geht durch den Support von Vanscore. Selber hat er schon 20 Last Hits, 7 mehr als sein Konkurrent Treasure Cat. Und zumindest die Early Phase auf der Off und auf der Easy Lane läuft dementsprechend gut für Navi hier, würde ich sagen. Ja, und Mitte hatten die trotzdem, dass er gegen einen Rage-Caster spielt, tatsächlich noch nicht verloren. Finde ich sehr interessant. Ja, Danny auf jeden Fall gut dabei. Es ist halt in der Mitte, würde ich sagen, eher so ein Bottle-Crow-Duell. Magnus, er ist zwar ein Melee-Hero, aber arbeitet halt hauptsächlich auch, wie man sieht, mit seiner Shockwave. Hat jetzt so früher Arcane-Boots, also in der Mitte sehe ich da halt auch ein sehr ausgeglichenes Match. Was einfach daran liegt, Zeus geht auch nicht zum Last Hitten, der macht das nur mit seinem Lightning-Scheiß. Und im Endeffekt, beide Heroes hier in der Mitte stehen einfach nur da und nuken sich gegenseitig ihres Bells ins Gesicht. Oben Funnig, der geht so aggressiv zu Werk, aber jetzt hat J4 und dieses Mal, sie wollen den Wisp haben. Ultimate von Zeus kommt, Ditya Ra mit dem Jump und nächster Kill für die PA hier oben. Glimps auch gleich zurück auf Funnig, wird angegangen. Ja, Legion Commander ist in Gefahr. Pressed Attack ist noch nicht bereit. 2 Sekunden dauert es noch jetzt, aber 2 Rotations sind da. Geworst mit der Rotation. Stun kommt, Time Rift und J4. Ja, Dandy, okay, der ist der Master Kill Stealer hier. Aber ja, zumindest hier noch schöne Rotation. Wahrscheinlich ein Fight. So
Soneko gegen Dandy. Ja, aber Soneko kriegt hier die Region-Rune jetzt mit dem Nuke. Kriegt aber auch gleich einen Nuke hinterher und Dandy. Ja, also Navi, man sehr merkt, die sind hier auf Feuer. Sofort vier, zwei Rotations nach oben. Auch wenn ein bisschen spät, konnten hier Vanskor das Leben nicht mehr retten. Aber Fnatic, ja, der geht so aggressiv zu Werk. Aber er kann ja auch permanent auf, eigentlich seinen Overhelming Ort spammen. Der Wisp mit der Bottle hielt ihn da sehr schnell wieder voll. Also ich muss sagen, Fnatic, der blüht hier gerade richtig auf in diesem dritten Spiel. Zwei Matches, eher eine schwächere Offlane gehabt. Hier geht er jetzt schnitzelmäßig ab. Unten auf der Bottomlane hat Treasure Cat ein bisschen davon profitiert, dass alles auf die Toplane rotiert ist. Goblak und Worst sind jetzt da. Aber auch J4 mit der Rotation nach unten. Mal schauen, ob sie da vielleicht was draus machen können. Wurde er gespottet? Eigentlich wurde sie gespottet. Ja, wurde gespottet durch die Ward. Bin ich mir relativ sicher, dass Navi das gesehen hat. Aber vielleicht können sie da unten was machen. Weil man sieht's, Goblak, die die ganze Zeit eigentlich im Wald unterwegs ist, kaum Last Hits kriegt, aber trotzdem ganz gut Level, steht da unten schon sehr versteckt und wartet. Ja, und auch Dandy, der weiß natürlich ganz genau, was abgeht. Da wird gepinkt, jetzt kommen die Rotations, wo die Creeps nicht da sind. Und direkt der Wolf, da kommt der Time Rift. Und Treasure Cat wird angegangen, Stun von Goblak. Da geht er down an der Seite. Dandy findet mit der AP da auch direkt J4. Probiert's mit dem Raus-TP, aber Goblak ist da mit seinem Hex. Und diese Rotation ist fehlgeschlagen. Ja, da kommt langsam ein Stun geflogen und Geworst kriegt den Kill. Schöner Zeus-Ultimate oben auf der Top-Lane. Nutzt Power Rangers die Chance, die sich hier bietet. Und töten Fnatic. Wichtigen Kill. Sie müssen hier Fnatic ein bisschen low halten, weil der geht hier für eine Offlane definitiv fast schon zu sehr ab, muss man sagen. Goblak hat jetzt auch sein Ring of Death ab. Wird jetzt höchstwahrscheinlich des Öfteren wieder Rotations geben. Und vor allem der Relocate ist. Oh nein, er ist erst Level 4. Also es dauert noch ein bisschen, bis das Lineup von Navi auch wirklich für Ganks geeignet ist. Denke ich. Ja, bisher läuft's. Oben Fnatic nähert sich jetzt langsam Level 6. Power Treads hat er. Das heißt, Blink Dagger wird sein nächster Stopp werden. Soneko kriegt jetzt aber bald seine Arcane Boots und Didiara. Interessanterweise hat sich für die Bottle entschieden. Hier. Gut, relativ ungewöhnlich, aber Didiara ist mir auch schon früher aufgefallen. Er ist ein Spieler, der relativ gerne Bottle auch mal auf den Hardcarries baut. Und was mir hier aktuell noch sehr gut gefällt, Cechlo, der hier gut mit seinem Ultimate arbeitet, ihn sich nicht aufspart, immer wenn sich da irgendwie eine Chance bietet, rein nuked. Jetzt der Fnatic wird angegangen, J4 mit dem Ghost und Eko hat seinen Glimpse bereit in den Cage und Fnatic ist wieder in Gefahr. Er duelliert hier wirklich Didiara, Wisp kommt dazu und Didiara geht down, erstes Duell-Win für Fnatic und jetzt der Chase. Auch Goblak ist da und Kevorst hext direkt auf J4 und das war überraschend, damit hat Power Rangers nicht gerechnet. Jetzt ist sogar noch der Dive, Wisp kommt dazu, Cage gesetzt von Soneko, aber sie brauchen hier nur die Side und finden sie Soneko, ja, aber ein bisschen zu spät, nur 5-Mann-Rotation von Navi, sehr schön gespielt, sehr schnell gespielt und jetzt wollen sie das Ganze ausnutzen und wahrscheinlich den Top-Tower holen. Also, ich dachte schon, warum duelliert der da jetzt da plötzlich, aber die Rotation kam direkt rein und Fnatic gewinnt das erste Duell gegen die PA. Den Top-Tower gibt es auch noch für Navi, sehr schön, also Navi zeigt hier wirklich richtig gute Rotations in diesem Spiel, Nummer 1. Cechlo ist jetzt auch da, da kommt das Dagger geflogen, Ignite, aber schön gedodged, nur jetzt auch, Treasure Cat ist da, Zeus mit dem Ultimate und Kevorst in Gefahr, geht down, oben auf der Top-Lane, in den Wäldern wird jetzt auch noch Fnatic gefunden, Didiara findet aber gerade kein Lucky Crit, trotzdem wird die PA hier jetzt einfach den nächsten Outtick finden, da vorne jetzt dran, der Chase, Doom gesetzt auf Vanscore, aber ja, gut, der wird wahrscheinlich denied werden. Hat sogar, nein, Overcharge nicht an, Dandy mit dem Deny und Power Rangers jetzt gleich mit der Counter-Rotation. Also beide Teams sind hier definitiv on fire, so kann man das nennen. Cechlo macht hier ein exzellentes Spiel auf seinem Zeus. Und jetzt ist Power Rangers das Team, das sich den Tower holen will. Aber AP ist ab und Navi wartet schon wieder oben. Versammeln sich hier auch, Goblak auf dem Weg, TP kommt rein, Overwhelming Odds. Und die meisten Spells von Power Rangers sind auf Cooldown, 40 Sekunden bis Zeus Ulti. Sie müssen sich hier zurückziehen. Power Rangers will diesen Fight hier oben wahrscheinlich nicht nehmen, müssen hier aufpassen. Weil Navi, ja, könnte hier sonst gleich durchsnowballen.
Und Fannik an der Seite wird jetzt gefunden. Schechlo steht bereit. Juckt da nochmal ein bisschen. An der Seite Soneko steht bereit. Doom geht da jetzt sogar hinten dran. Okay, sie wollen diesen Fight doch nehmen, aber Dandy steht bereit. Die AP nur auf Treasure Cat. Direkt in den Tower gezogen. Treasure Cat geht down. Duell auch noch von Fannik gesetzt. Aber da wird genugt bis zum geht nicht mehr. Dandy im Cage. Ditya mit dem Outtake. Also sie traden hier. Aber Fannik kriegt seinen nächsten Duellsieg. Und wie gesagt, er geht hier vorsichtig damit um. Aber er gewinnt seine Duelle. Zweites Duell für Fannik. Und Power Rangers gewinnt diesen Fight hier mehr oder weniger, kriegen den Outtake auf Dandy. Zeus Ultimate kommt, spottet hier direkt Fannik. Mal gucken, ob sie da auch direkt hinterher diven, aber nein, tun sie nicht. Power Rangers will den Top Tower haben und Worst nutzt die ruhige Minute in Anführungszeichen, um ein bisschen mehr Farm zu kriegen. Auch Goblag in der Mitte grabt sich XP und Power Rangers, ja, sind 4 Mann auf der Top Lane, aber müssen sich jetzt doch zurückziehen. Müssen schauen, dass sie jetzt in der Zwischenzeit Navi nicht zu viel Space kriegen. Schauen wir uns mal Worst an. 73 zu 60 Last, jetzt DDR hat aufgeholt, aber Networth technisch ist Worst halt einfach, auch mit der Hand of Midas, richtig gut dabei in diesem Spiel. Die wollen ihn, Doom ist ab, Glimpse ist ab, ja. Das ist eigentlich ein sicherer Kill. Ja, da kommt auch direkt das Doom-Cage gestellt, aber ja, jetzt müssen sie ihn nur mal glimpsen, aber okay. Er wurde gestunt, langer Stun von CK, den er noch rausgebracht hat und ja, damit Chance vertan. Schade, Glimpse von Soneko kam nicht raus, an der Seite Dandy, Doom ist weg, also ärgerlich hier gerade. Soneko wurde halt noch von CK gestunt. Bevor, ja, und das war halt ein langer Stun. Ich glaube, 4 Sekunden waren es, wenn ich es gesehen habe. Und das hat Kovors genug Zeit erkauft. Und Helm of Dominator für PA. Bin mal gespannt, auf was DDR hier gehen wird. Auf PA sieht man ja immer massenweise verschiedene. Oh, unten ein toter Doom. Relocate kommt dazu. Der Finger of Death. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das verstehe ich nicht von Goblick. Er sieht den Relocate mit der Legion Commander und benutzt den Finger anstatt das Duell noch rauszukriegen, das verstehe ich nicht. Ja, den Finger auf Death hätte er dann auch 2 Schritte weitermachen können. Bisschen ärgerlich, hier hätte Fannik das 3. Duell gegeben. Aber gut, Hauptsache ein toter Doom. Verlieren aber hier oben im Counter direkt den Wisp. Also DDR war oben direkt da und hat den Crit, den Wisp einfach nur, ja, in den Boden gecrittet. In der Mitte J4 ist jetzt auch ein bisschen dabei, XP und Farm zu kriegen, aber Worst mit Empower unten gut unterwegs. So, Neko hat Ultimate und Cage, mal schauen, ob sie da was machen, aber sieht bisher nicht so aus. Jetzt kommen die Rotations, jeder hat hier das Kompendium, sehr schön, Glimps direkt an Worst zurück, aber können da nichts draus machen. Wir haben ein Zeus mit Double Damage, das auf jeden Fall. Ja, gefährlich, nein, Spaß beiseite, Zeus macht sowieso nur Schaden durch Spells, aber. Power Rangers will den Bottom Tower verteidigen und diesmal ist Navi das Team, was zu 5. auf der Bottom Lane ist und jetzt ein bisschen Druck hat, dass sie da auch was reißen, weil ansonsten hat diese Rotation sich nicht gelohnt. Armlet jetzt für CK, TP wird gecancelt. Wir gehen weg. Und ja, Navi zieht sich zurück. Ich glaube, der TP hat hier gereicht, um Navi sozusagen, okay, Power Rangers ist bereit hier zu fighten. Und ziehen sich hier zurück. Und so wie es aussieht, geht DDR noch auf die späte Battle Fury, also bereitet sich hier auf ein langes Game vor, stackt hier auch schon sein Camp mit der Satyr, farmt es nebenbei auch noch ein bisschen mit dem Ball ab, der macht ja schon ganz guten Schaden. Und Smoke von dem Lion. Also, Navi will da demnächst was reißen. Navi, was mir hier auffällt, sie machen sehr viel Five-Man-Dota, aber auch sehr effiziente Aktionen hier. Also Navi auf jeden Fall gut unterwegs in diesem Spiel. Vor allem Fannik. Dieses Mal, ich habe ihn in den ersten 2 Games als Offlane relativ kritisiert, da ja bei ihm einfach nichts gestimmt hat. Jetzt hat Zeus Ultimate kommt und Power Rangers mit den Relocate. Glimps. Ja, Glimps Ultimate von der Swapter. Aber schön gemacht, schöner Relocate direkt vom Zeus. Da kommt jetzt das Crit Dagger auf Dandy, aber der ist dem Ganzen ausgewichen. Und Power Rangers, dieser Gank ist gescheitert. Und da müssen sie halt drauf aufpassen. Auf den Wisp. Diese Safe Relocates sind natürlich immer gefährlich. Ist schon der Wahnsinn. Wir sind jetzt 17 Minuten im Spiel und Kroos hat schon einen Goldvorteil im Gegensatz zu PA, also vom Networth technischen von 1300. Also das ist schon der Wahnsinn. Von den Last Hits her auch wieder 20 Last Hits mehr. Oh, Zeus, aber schön mit dem Dagger dem Rift ausgewichen. Dandy wartet jetzt schon gute 2 Minuten auf seinen AP, dass er dann wieder verwenden kann, aber es ergibt sich einfach keine Möglichkeit, vorhin als sie zu 5. auf den T1 gepusht hätten.
Auf der Bottom Lane hätte er vielleicht reinblinken können und 3 Mann AP, aber er hat sich das nicht zugetraut und jetzt. Ja, ist jetzt es schon aber eine gewisse Zeit ziehen auf sich ein Cooldown. paar, ziehen sich ein paar Schritte zurück direkt mit dem Smoke. Also Na'Vi hat noch nicht genug unten. Der Zeus scheint das Ziel zu sein. Und da geht jetzt Ja. Afanik auch direkt rein. Glimpst zurück, aber mit dem Finger auf Death und der Shockwave. Ja, brauchen sie Afanik gar nicht, um dieses Duell zu gewinnen. Schön gemacht hier. Dendir kriegt den Kill. Und ja, Zeus ist down. Tower auf der Bottom Lane wird direkt noch angegangen. Also Na'Vi mal fängt jetzt langsam an, ordentlich Druck zu machen. Aber es sind nur Duelle Level 1, trotzdem jeweils 30 Damage sind schon dazugekommen. Unten auf der Bottom Lane, so Neko steht da, konnte aber natürlich mit seinem Glimpse da auch nichts machen. Und PA, ja, die farmt hier jetzt mit der Satyr im Schlepptau, gibt hier ein bisschen Regen hinten dran. Das Camp ab, es ist nur so ein, ja, so ein Kleinscheiß-Camp, aber gibt trotzdem ganz gut Gold. Sieht so aus, würde DDRR hier um die 20. Minute seine Battle Fury kriegen. Nur, ich bin mal gespannt, ob das reichen wird. Na'Vi macht halt jetzt schon gerade ordentlichen Druck. Wobei man natürlich sagen muss, die Battlefield von der PA später im Spiel, alleine gegen die Illus vom CK, ist natürlich Gold wert. Und Dendi geht rein mit der AP. Jetzt das nächste Duell, da kommt der Relocate. Und ja, Na'Vi hat diese Bottomlane jetzt auch unter Besitz genommen. Also holen sich vor allem hier unten massenweise Outtakes. Treasure Cat mit der Hand of Midas und mit Dagger farmt oben. Und wenn wir uns mal kurz den Goldgraph anschauen, Na'Vi in den letzten Minuten. Durch Outtakes und die Tower kommen sie hier in Führung, aber Power Rangers hat mehr XP, haben hier natürlich die Zeit, in der Na'Vi Fiveman war, ein bisschen effizienter auf allen Lanes ausgenutzt. Im Endeffekt sind wir hier immer noch in einem sehr offenen und ausgeglichenen Spiel. Es fehlen noch knapp 850, 950 Gold für die Battlefield von PA. Und die Rotation mit dem Smoke. Treasure Cat auf der Suche. Er hat sein Dagger bereit. Da vorne wird gepinkt. Hinten Goblak. Goblak. Ja, aber Goblak ist jetzt ja nicht das Ziel, das man unbedingt haben will. Aber gut, da nimmt man's halt. Kill is kill. Ja, Kill is kill. Killing Spree. Killing Spree. Ja, nur ist das jetzt unbedingt gut? Ich weiß nicht. Gibt natürlich mehr Gold, wenn man die PA irgendwann erwischt. Aber Killing Spree für DDRR, der jetzt auch sofort weitergeht zum Farmen. Dass er einen Kill gekriegt hat für seine Battlefield, natürlich auf jeden Fall träglich. Purvis Arrange kommt jetzt gleich. Und dann hat man zumindest auch ein Mittel gefunden gegen den CK. Wie gesagt, die Battlefield alleine gegen die Illus, um die schnell zu clearen, sehr wichtiges Item hier in diesem Spiel. Nicht nur unbedingt zum Farmen, wobei es DPA natürlich auch farmtechnisch enorm hilft. Aber ich bin mal gespannt. Der Courier könnte sich jetzt dann schon auf den Weg machen, langsam würde ich meinen. Oder er tippt sich einfach später in die Mitte. Auf jeden Fall DDRR farmt hier gut, Wurst aber immer noch mit einem guten Vorteil, was natürlich an seiner Midas liegt, aber die braucht der CK auch. Hat zwar mit Empower quasi eine eingebaute Battlefield dank Dendi, aber CK ist halt so ein Hero, der eigentlich keine großen Farm-Abilities hat und deswegen auf die Hand of Midas auch angewiesen ist. Während in der Mitte Power Rangers jetzt gleich zum nächsten Smoke Gank anpfeift, kommen da aber einen Ticken zu spät, der Ancient Stack ist bereits weg. Die war aufgedeckt. Denke, sie move und Richtung ja, Top. Da in der Mitte, oh, Dendi, Soneko. Jetzt geht er rein, findet mit seinem Squid J4, aber direkt gecountert von Soneko mit dem Cage. Gut gemacht, hier J4 immer noch am Leben. Jetzt erfahre ich an der Seite. Will das Duell finden, aber DDRR quittet hier erstmal den Whisperback Wurst mit dem Gang auf DDRR. Aber DDRR hat die Battle Free. Jetzt er trotzdem muss hier irgendwie rauskommen. Die Illus sind da in der Mitte. Jetzt auch Jay Goblak. Treasure Cat will Goblak haben und er bekommt ihn hier. Hier auch, ja, schön gemacht, Double Kill, 4 Heroes sind down, nur für J4, sehr guter Fight von den Power Rangers. Da hinten ist Wurst, aber es ist ein Double Damage Doom, ob er sich mit dem unbedingt anlegen will, aber nein, auch Treasure Cat ist relativ low, gut gesehen, gut gefightet hier vor allem. Ich weiß nicht, ob es ein Duell gab, Fnatic hat auf jeden Fall, doch, er nein. hat das Duell gegen J4 noch Hatte? Gewonnen. Ja, er hat noch ein Duell gegen J4 gezogen und gewonnen, während wir dabei waren, aber das ist das Einzige. Und Power Rangers nutzt dieses Momentum jetzt perfekt und schnappt sich den nächsten Roshan oder den ersten Roshan in diesem Spiel. Gut gemachter Fight hier gerade. Also ich dachte, dieser Smoke Gang. Ja, Dendi hat aber auch seine AP nicht rausbekommen. Hätte da vielleicht statt Skuren eher direkt die AP zünden müssen. Aber ja, Power Rangers geht damit jetzt natürlich ein bisschen in Führung in diesem spannenden, alles entscheidenden dritten Spiel, wer ins Finale gegen Hellraisers muss.
Und ich muss sagen, wenn Hellraisers, auch in Bezug auf die International Invites, wenn Hellraisers es schafft, sich hier durchzusetzen in den DACs überraschenderweise, würde ich sagen, ihre Chancen auch für das TI-Invite sind gar nicht mal so gering geworden. Also Hellraisers aktuell legen sie halt echt gut zu. Oben Legion Commander schnappt sich den Tower, die DRR hier im Wald. Dabei weiter zu farmen. 1600 Gold hat er. Nehme an, nächstes Item wird das BKB werden, dass der CK nicht mehr einfach so riften und anspringen kann. Manik Aber. hat jetzt auch sein Blade Mail fertig, also wie schon im Stream gesagt wurde, jetzt könnte er sich langsam trauen, die PA zu duellieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, er hat zwar ja Blade Mail bald dann ready, aber trotzdem. Ja, die PA zu duellieren, nur Blade Mail. Bin da mal ein bisschen skeptisch. Also, DDR duellieren ist, glaube ich, keine gute Idee. Also, bei den Crits, die der jetzt schon raushaut, ist richtig gut dabei, leveltechnisch. So immer noch 2000 hinter Chivorst hinterher. Das war so das große Glück von Navi, dass sie Chivorst im Fight nicht verloren haben. Weil so konnte der halt wenigstens weiterfarmen. Trotz alledem hätte der Fight besser sein können für Navi. Und Ditya Ra, 2400 Gold. Nächstes Item wird sehr wahrscheinlich direkt das BKB werden. Ah, Power Rangers. Sie haben das Jäges und könnten damit jetzt auch probieren, vielleicht nochmal einen nächsten Fight anzugehen. Ja, und wir sehen zwei Aggarashs auf den zwei Supportern, kein Mecha, sondern jeweils ein Point Booster. Wird interessant ohne diesen Heal vom Mecha. Ja, Mecha, aber aktuell ist ja sowieso ein Item, was sehr zurückgegangen ist. Seit die Mana-Kosten erhöht wurden, auf vielen Supportern nicht mehr ganz so viable, weil wenn du Mecha First Boss hast, du auf vielen Supportern so ein bisschen dieses Mana-Problem und dann doch lieber, vor allem Disruptor und Ogre Magi sind zwei Heroes, die in diesem Spiel enorm vom Aggro profitieren. Also ich finde die Entscheidung jetzt ja nicht falsch. Auf der anderen Seite, der Wisp, Vanguard hat sich auch für die Unentschiedene, wird kein Mecker wahrscheinlich mehr werden, weil dafür, ja, mittlerweile sind wir auch schon in einer Sparphase, wo der Heal da nicht mehr ganz so stark ist. Ist zwar generell nicht zu unterschätzen, aber in der Mitte jetzt hat Zeus mit dem Ultimate schöner Glimpse zurück. Und Fnatic, ja, okay, da kommt die Blade Mail, aber Fnatic geht trotzdem down. Ja, Zeus nuked da einfach draus. Also der erste Crit von DDR, der tat schon ordentlich weh. Aber hier sieht man halt auch das geniale Power Rangers mit Zeus Ultimate und dem Glimpse von Soneko. Sie arbeiten da echt gut zusammen. Also die Absprachen zwischen Power Rangers stimmen hier auf jeden Fall. Hab das selten so effizient gesehen, dass man Zeus Ultimate mit Disruptor Glimpse so gut kombiniert. Fnatic ist down. Aegis ist immer noch da für 2 Minuten und Power Rangers versucht das Ganze auszunutzen, um in der Tower. Jetzt kommt der Rift von Chivorst, jumpt auch direkt drauf mit dem Stun. Aber müssen hier aufpassen. Glimpse kommt. Ultimate Doom. Okay, hier geht mal keine halben Sachen ein. Und Kuvorst, der wird da einfach nur weggeblastet. Vanscore kommt mit seinem Relocate zu spät. Panikreaktion eigentlich einfach in die eigenen Bäume. Aber der T2 Tower geht down. Und Power Weil weg Rangers. wäre er ab. Power Rangers findet da jetzt auch noch Vanscore. Bin mal gespannt. Aber da will DTR nicht rein. So, Neko kommt sogar noch mit dem Glimpse. Funnig Chase da jetzt raus. Aber DTR einfach mit dem Blink zurück und dem TP. Auch Vanscore ist gecatcht in den eigenen Bäumen in der Base. Keiner will ihm helfen. Ja, warum auch? Und wisst ihr, aber schau, da hat er doch schon einen Pfad gefunden und direkt an Goblag ran. Aber starkes Spiel hier. War zwar ein bisschen viel, aber direkt Kovorst rausgenommen. Und ja, Kovorst ist halt der einzige wirkliche Carry, solange Fnatic, selbst wenn er viel Damage macht, im Normalfall ist Legion Commander halt nur sowas wie Next Level Bad Rider, der für Autex auch noch Damage bekommt. Und 4000 Gold auf die Tiara. Next Item wird bald kommen. Was würdest du denn sagen? So Item-Bildtechnisch BKB wahrscheinlich und dann den Basher, würde ich jetzt sagen, auf DP wären Nee, so ich die denke besten nicht mehr, dass Items. er, ich denke nicht mehr, dass er eine BKB braucht. Aber er geht auch mal eine BKB. For sure. Weiß nicht, sie haben. Duell geht durch. AP geht durch. Das Einzige, was er damit unterbrechen könnte, wäre der Linehex, dann Finger und dann eben noch der Reality Rift und das Stun von CK. Ja, aber alleine für den Reality Rift, glaube ich, Ja. wäre das BKB halt schon den Preis wert. Auch der Finger auf Death, den irgendwie abzublocken, weil DTR, man sieht es, er hat jetzt, er ist fast Level 16 und hat immer noch nur 1000 HP. Auch die HP, die im Battle für BKB gibt, werden nicht ganz zu unterschätzen sein. Also wären gute Items.
die DRR 5000 Gold. Also vielleicht will er auch einfach eine eigene Bank aufmachen und hat nicht mehr vor, in diesem Spiel Geld auszugeben. Aber doch, da kommt Da kommen es. die Biki. BKB 1000 Gold, hätte also auch noch sein Buyback ready. Hat da gut gespart, aber Aegis of the Immortal ist weg. Roshan dauert noch ein bisschen, bis er spawnt. Zwischen 2 und 5 Minuten. Und wenn wir uns den Goldgraf anschauen, Power Rangers, durch die Aktion der letzten Minuten schon weit vorne dran. Aber mal gucken. Khorst entscheidet sich hier Manta-Style. Gut, Manta-Style auf CK mit mehr Illusions gibt es natürlich auch mehr Party. Das ist so die Schlussfolgerung in Dota. Mehr Units, mehr Party. Glimpse auf Fnatic, Oh. direkt der Ultimate gesetzt, aber ohne Cage. Ja gut, das war grenzwertig. Aber er geht als nächstes auf Demon Edge. Das heißt MKB, wichtiges Item, aber normalerweise ist halt CK kein Hero, der wirklich auf Damage-Items geht. Normalerweise willst du mit dem Armlet hart einfach HP, dass auch die Illusions viel Damage machen. Aber MKB kein schlechtes Item. Jetzt hat der Dagger Crit. Doom auf Treasure Cat an der Seite des Duell. Fnatic gegen DTR. Aber da kommt das Yule Step. Der Hex von Goppler. Goppler geht down. DTR, jetzt erstirbt er. Aber an der Seite auch Fnatic Triple Kill. Ja, wenn DTR nicht da ist, dann macht's halt Treasure Cat. Drei Heroes down. Und da kommt auch jetzt gleich nochmal Vanscore wieder. Tethert sich nach vorne zu den Creeps. Aber Schechlo ist mit dem Dagger da sehr fix bei der Sache und will diesen Wisp Kill haben. Findet er ihn noch? Er hat seinen Nuke bereit. Jetzt er. Glimpse zurück und Vanscore. AP von Dandy. Dandy will da noch mal ein bisschen was reißen und schnappt sich zumindest Schechlo. Soneko, auch der ist in Gefahr, aber es reicht ihm nicht aus. Zumindest Schechlo noch bekommen. Aber da vorne auch Treasure Cat. Der hechtet hinterher und sagt: Hey, so nicht, mein Freund. 4 Heroes wieder down von Navi. Der Fight Recap zeigt: Okay, der Fight Recap zeigt, so ist gegen Wisp Trade. Aber, oh Mann. Ach du meine Fresse. Power Rangers mit den deutlich besseren Fights hier gerade. Und ja, Fnatic kann zwar die PA duellieren, aber ja, er hat das Duell nicht gewonnen. PA hätte auch das BKB nicht angehabt, aber ja, muss auch sagen, Treasure Cat auf dem Doom, der geht langsam schnitzelmäßig ab. Shiva's Guard oder AC, mal gucken, was es wird. Ich würde sagen, Shiva's, naja, wird auch der Shiva's Guard werden für den Doom. Gegen den CK natürlich auch ideal, der Attack Speed generell ist slow. Shiva's Guard die richtige Entscheidung und Treasure Cat, der ist hier halt auch top gefährlich in diesem Spiel. Und Mittlerweile. Vanscore geht tatsächlich nur aufs Mecha. Es wird ein 40-Minuten-Mecha ungefähr. Ja, gut, klar, auf dem Wisps Mecha, dann mit dem Double Heal auf jeden Fall stark, nur trotzdem. Was mir ja auch auffällt, Navi hat anfangs viel mit den Relocates gearbeitet, mittlerweile können sie das halt auch ein bisschen in die Pfeife stecken, da sie riesengroße Probleme haben, hier irgendwen von Power Rangers so zu finden. Schechlo auf dem Zeus macht ein wahnsinnig gutes Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut, jetzt der Zeus Ultimate kommt. Und oh, da kommt schon jemand an. Treasure Cat mit der Haste Rune will hier unten Fnatic haben. Findet ihn da auch mit dem Doom. Hätte noch Shiva's Guard. Relocate kommt, aber Fnatic, ja, geht hier einfach down. Und Treasure Cat mit der Haste und Soft Urge. Er rennt hier einfach direkt weg. Relocate gebaitet. Goplak. Auch er geht down. Power Rangers hier sehr dominant und es sieht nicht gut aus für Navi in diesem Spiel. Also sehr stark gespielt. Power Rangers drehen auf. Power Rangers wollen die Rückrunde gegen Hellraisers haben. Ich spüre es. Und ja, der Tower unten auf der Bottom Lane ist das nächste Ziel. Und da geht jetzt der zweite T2 Tower down. Navi probiert oben jetzt vielleicht was zu machen. Da ist gerade Schechlo. Aber der ist mit Dagger und Yule Step da halt gut ausgestattet. Zieht sich da auch zurück. Während Power Rangers. Ja, jetzt kommen die Rotations. TP kommt. DTRA ist da. Mit dem Crit auf Kovors. BKB kommt. Schechlo wird angegangen. Disruptor Ultimate und Danny mit der guten AP. Aber Vanscore geht rein. Können die AP hier nicht komplett ausnutzen. DTRA ist immer noch unterwegs. Aber jetzt findet er da vorne Vanscore. Er braucht Vanscore und er geht zumindest down. Trotzdem holt sich in Navi gut was raus aus dieser Aktion. Finden mit der AP zumindest Disruptor und Schechlo. Aber Didiara, auch er findet den Kill auf Wisp. 3500 Gold hat er, also. Ich muss jetzt aufpassen. Gut, könnt ihr noch auf ihn gehen? Ja, Didiara. Oh oh. Oh oh, aber er läuft vorbei. Er läuft. Ja, die Jukes, er läuft einfach vorbei. Aber dann, da ist er noch. Er findet Dandy. Jetzt kommt Chase hin. Aber nein, aus der Mitte. Ja, aber da kommt auch noch Jay vor. Gut, der hat kein Forstaff oder nix. Jetzt geht's drum. Aber gut, Dagger von Dandy ist schneller bereit als das von Treasure Cat. Na,
Panik, fehlt noch gut 800 Gold zu BKB, denn die hat sie jetzt schon. Ich würde mir ehrlich gesagt auch noch eine BKB auf Kravos wünschen. Ja, einfach definitiv. Wegen also dem Static Storm und dem Damage vom Thunderscourge Wrath wäre das schon vorteilhaft. Ja, das stimmt auch. Also BKB wäre eigentlich ein Muss, aber klar, das MKB dafür eigentlich auch zu wichtiges Item. Nur jetzt zeigt sich also die Schwäche, die ich auch auf CK gesagt habe. Kobost farmt zwar gut, aber ihm fehlen so die großen Farming Abilities. Er hat seit geraumer Zeit jetzt keine große Item Progression mehr. MKB kommt jetzt bald, aber ab danach wird er sich ein bisschen schwer tun, neue Items zu bekommen. Gut, Dandy babysittet ihn da auch schon permanent mit dem Empower, aber trotz Empower und Midas kann er sich nicht vor Doom setzen. Gut, der hat Hand of Midas und Devourer, aber trotzdem. Normalerweise so ab dieser Phase des Games legt ein Doom langsam ein bisschen nach, weil er halt einfach nur Midas und Devourer hat, um richtig zu farmen, aber gut. Es wird gerade über CK diskutiert, also ich weiß nicht. Vor dem Bach fand ich CK ein oder wenn nicht den schlechtesten Heroes in Dota. Wisp hat ihn besser gemacht, aber ja, war nicht so der beste Hero. Jetzt nach dem Buff finde ich immer noch, gehört er leider zu den schwächeren Heroes. Er ist halt zu sehr Ultimate, zu sehr Illusion abhängig und kann ohne das eigentlich relativ wenig reißen. Und das ist halt so das Hauptproblem, was ich an CK sehe. Und Power Rangers, bisher spielen sie es gut. Der nächste Roshan ist bereit. Didyara nutzt seine Satyre hier zum Scouten und jumpt Roshan tollkühn an. Smoke hinterher kommt. Unten wäre sogar eine Double Damage. Die schnappt sich hier auch Didyara, wagt sich dafür sogar aus dem Rosh Pit, aber der Rest von Power Rangers kommt nicht dazu. MKB ist bereit. Treasure Cat findet Funnik. Und wie der hier stirbt, wird wahrscheinlich jetzt auch von Goblack noch denied werden. Aber nein, Doom kriegt den Kill und gut gesetzter Cage direkt auf Vansko. Vansko in Gefahr, Dandy geht rein, guter Ultimate rein. Und Kovorst, jetzt muss hier da irgendwas probieren, seine Illusion EME. Aber guck dir mal an, Treasure Cat, jetzt kommen ein paar Lucky Crits, aber der Tank ist einfach like a man. Jetzt geht er durch, aber Didyara mit den Crits rein, findet den nächsten Kill auf Kovorst, Dandy jetzt am Rückzug. Und ja, dafür, dass Didyara erst in Ruhe Roshan fertig gemacht hat und jetzt kommt, ja, crittet er hier einfach ihn weg. Und trotz 7 Illusions, die das CK hatte, reicht es nicht, um diesen Fight hier dominieren. Also, es sieht nicht gut aus für Na'Vi in diesem Spiel, auch wenn CK wieder die Goldtabelle übernimmt, aber hinten dran sind halt direkt Doom und Treasure Cat, mittlerweile Power Rangers, guter Vorteil, er kämpft, aber Na'Vi, ja, ich muss vor allem sagen, Dandy, seine APs in diesem Game überzeugen mich hier wunderbar, nur, ja, ihm fehlt halt, wie du auch schon richtig festgestellt hast, so ein bisschen der AOE. Ja, ich denke einfach geoutpickt, um es auf den Punkt zu bringen. Havos hat wunderbaren Farm, hat einen wahnsinnigen Farm, aber sie können einfach nichts daraus schlagen. Es ist einfach entweder der falsche Carry, weil er zu wenig AOE hat, oder einfach dann der falsche Midlaner. Na, der falsche Midlaner, also Dandy, der ist hier wirklich der Mann, ja, der die Plays macht. Ich meine, die Kombination aus Magnus und CK passt einfach nicht. Ja, das stimmt, weil CK halt eigentlich mit Rift halt auch noch Leute rauszieht aus der eigentlich perfekten AP. Mit Empower kann er da gut arbeiten, da muss er aber auf den Rift verzichten. Und ja, was auch angesprochen wird, CK, dadurch, dass er sich für Manta und MKB anstelle von dem üblichen so BKB Hardbuild entschieden hat, ist natürlich, dass seine Illusion auch nicht genug tanken und von der PA in einem Battlefield Crit vernichtet werden. Ne? Bald haben wir auch noch das Abyssal Blade auf Didyara und ja, der letzte T2 Tower auf der Seite von Na'Vi wird fallen. Und damit Power Rangers hat die Map unter Kontrolle. Der Courier ist auf dem Weg, aber Didyara, ich glaube, der stellt fest, hey, Moment, da ist ja ein Secret Shop. Warum gehen wir nicht da shoppen? Und da kommt Abyssal Blade für die PA. Aber jetzt hat auch Kravos seine MKB-Fertigkeiten jetzt endlich was gegen die PA machen, aber ich denke, es ist zu spät. Meiner Meinung nach hätte er ja als erstes auf MKB gehen müssen, wenn man schon gegen eine PA spielt. Ja,
Das stimmt auf jeden Fall. Aber gut, in der Mitte jetzt der Power Rangers. Sie haben noch das X auf die Mortal Under. So, wow, da bin ich ja gar nicht hinterhergekommen. Goplak vergeht hier in Schall und Rauch, bevor ich ihn überhaupt entdecken kann. Und die Tiara, ja, gut, hat ein bisschen Blade gekostet, aber ja, das war ein Crit der Crits. Und die Tiara jetzt mit Bloodlust 200 Damage, will da vorne Dandy uncritten, steht oben auf dem High Ground, da kommt direkt Glimpse zurück. Fnatic zieht sein BKB mit dem Duell, aber dieser Crit und jetzt kommt Treasure Cat hinterher, gut gesetzte Ultimate von Soneko. Die Tiara überlebt das alles und jetzt, ja gut, jetzt gehen sie beide down, aber er hat das Aegis auf die Mortal. Oh mein Gott, und ja, da hat man taktisch klug den Courier geparkt. Dass der auch noch direkt down geht. Vanscore kommt wieder. Didier Ra legt jetzt den T3 Tower. Jetzt hat Dandy mit der AP hinten dran. Die AP kommt auf Didier Ra, hat sein BKB an und jetzt auch CK. Ja, der macht hier zumindest Didier Ra down. Aber der T3 Tower fällt. Der Chase findet nicht statt. Und ja, generell ein bisschen unkoordinierter Fight. Dema an Power Rangers hätte da besser fighten können. Aber so gut gemacht. Dandy, wie gesagt, er ist hier der Mann, der Navi im Spiel hält. Ja, meiner Meinung nach die letzten zwei Games auf jeden Fall, ne, dieses ist ja noch nicht rum, aber letztes Game auf jeden Fall MVP mit seinem fantastischen RP im Dire Secret Shop, wo er einfach, ja, die Power Rangers zum Rage Quit gebracht hat, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, aber jetzt Dandy, Invis, Refresher auf dem Weg und mit einer Double AP wird eine Link sieht die Welt. Ah, stimmt, wird eine Linkens. Gut, Linkens 4 auch in Ordnung, aber ich hätte hier lieber so eine Double AP von Dandy gesehen. Während auf der anderen Seite Schechlo, gut, mal gucken, Aga, Refresher werden irgendwann mal seine Items der Wahl sein, um Late Game auch noch gut zu nuken. Während Dandy jetzt, ja, weiter. Oh, ist der das ist der Bloodstone zuerst, okay. Ja, gut, entscheidet sich hier für Yule Stagger und Forstaff. Ich finde es ganz gut, weil Zeus braucht wirklich diese Beweglichkeit hier. Hätte aber auch gerne so Aga Refresher gesehen für den mehr Damage. Und oben jetzt der Navi probiert Druck zu machen. Der TP kommt. Doom Treasure Cat geht rein. Und das Doom sitzt aber noch nicht jetzt an der Seite. Funnig, schöner OCK. Aber überlebt noch. Guter Relocate von Vanscore. Sehr verwirrender Fight, aber dafür jetzt an der Seite. Funnig auf der Flucht. Und zumindest Funnig, der wird hier down gehen. Treasure Cat ja mit seinem riesen Schwert zerstört ihn hier einfach. Und Vanscore kommt wieder. Gut, dann wird halt Vanscore hier direkt pulverisiert. Aber ich muss sagen, trotzdem gut hier gerade den CK gerettet, der jetzt auch aufs Heart of Terras geht. Dass seine Illus ein bisschen mehr aushalten. Aber Power Rangers findet wieder gute Outtakes hier gerade. Und es muss bald das Heart kommen. CK hätte das Gold, braucht aber natürlich auch noch Gold für Buyback. Man hat kein Kurier. Also, bis ja, er hat kein Kurier. Kann er auf jeden Fall kein Hard bauen. Ja, mit ein bisschen Item ablegen etc. Aber das sollte er nicht tun. Ja, das ist halt ärgerlich. Ich weiß nicht, wer den Kurier da am T1 3 Tower geparkt hat, aber muss sagen, da hatte Navi schon mal bessere Ideen, ehrlich gesagt. Also, Pressure auf Doom, das ist jetzt natürlich schlecht für Navi. Ja. Jetzt kann ein Refresher einmal auf die Legion kommen. Oder ein Refresher, sag ich schon. Ein Doom einmal auf die Legion und dann einmal noch auf Magnus und es ist. Ja, auf den Magnus finde ich gar nicht so wichtig. Doom auf CK und Fnatic meiner Meinung nach ein bisschen wichtiger, weil selbst wenn Dandy die Mega-AP seines Lebens schmeißt, aber sowohl Fnatic als auch CK gedoomt ist, dann hat Navi nicht das Potenzial, um was aus den APs zu machen. Das heißt, Magnus kann man eigentlich ein bisschen ignorieren. Dandy spielt jetzt wirklich gut, aber weiß nicht, wenn die beiden Carries, die gedoomt sind, nichts reißen können, dann hilft dir halt auch die beste AP des Jahrhunderts relativ wenig. Aber gut, das ist so der Punkt hier gerade. Didiara, jetzt hat zumindest das Hard, aber der nächste Smoke Gang von Power Rangers. Schechlo scoutet da, ob hier irgendwo in der Nähe eine Ward war. Und jetzt die Rotation nach unten. Fnatic. Ja, Fnatic, dieses Game auf jeden Fall besser als in den letzten. Aber 3 zu 10, das sind halt auch wieder Stats, die aussehen wie, hey, ich bin der Master des Feeds. Obwohl er eigentlich ein gutes Game gemacht hat. Aber Didiara, Büsselblade, Ultimate und bye, bye. Kein Buyback für ihn. Generell, wenn wir uns den Buyback-Graph anschauen, wir sind 40. Minute.
Und auch wenn Na'Vi in einer schwierigen Situation ist, keiner von Na'Vi hat Buyback. Und das ist das, was mich hier ein bisschen überrascht. Power Rangers ist das Team, was Druck macht, was Na'Vi zurückzieht. Jetzt schön gemacht, oh, hier Pier. Aber Dandy an der Seite, BKB kommt, J4 an der Seite. Sehr verwirrender Fight, aber Soneko, gut gesetzter Cage. Treasure Cat ist da, aber Kovors steht mitten im Cage. Relocate kommt ein paar Schritte weiter, aber DTR nutzt das Ganze und crittet sich dadurch direkt, ja, auch noch. Kovorst ist down und dieses Game wird jetzt over sein. Es sind 80 Sekunden, keine Buybacks ready. Und das ist wie gesagt der Punkt. Du bist in einer Phase, wo Power Rangers Druck macht und GG, World Plate is called. Demnach bekommen wir im Finale das Rückspiel aus Power Rangers und Hellraiser. Also Na'Vi muss sich aus den DACs 2015 als der Verlierer des Loser Bracket Finals verabschieden, werden aber trotzdem nach China gehen als, ja, dritter Platz, Wildcard Kandidat und Power Rangers mit einer überzeugenden Leistung hier gegen die Jungs von Na'Vi. Es war ein gutes Best of Three, aber am Ende gewinnen die Weißrussen im Revanche-Match. Denn auch in der ersten Runde des Winner-Brackets hat Power Rangers Na'Vi 2-1 geschlagen. Jetzt hier im Loser-Bracket-Final das Rematch. Und damit, ja, Glückwunsch an die Jungs aus Weißrussland. Du vielleicht noch irgendwelche Worte zu diesem Spiel. Ansonsten gibt es jetzt knapp, ja, Viertelstunde wird es die Pause sein. Und dann geht es weiter mit Hellraisers gegen Power Rangers. Ja? Tat noch was zu sagen, und zwar hat Kravos, man hat es vielleicht gesehen bei dir, direkt geblinkt, da wo Fnatic gestanden hat. Also direkt nachdem das Game vorüber war, hat er auf der Minimap rumgepinkt. Der Fnatic hat das Spiel verloren, das muss man einfach mal so sagen. Das komplette Team steht auf High Ground und Fnatic rennt vor zum Farmen. Ja, das war eine blöde Situation, vor allem da niemand von Power Rangers zu sehen war. Das nächste Game kommt, wie gesagt, direkt im Anschluss, aber ja, circa 15 bis 20 Minuten wird es wahrscheinlich Pause geben, weil klar, Power Rangers muss sich erstmal kurz erholen. Hellraisers steht aber schon in den Startlöchern. Vielleicht auch früher, es hängt alles von Power Rangers ab. Sobald die Jungs fertig sind, geht's weiter, also bleibt auf jeden Fall dran, aber Hellraisers liegt bisher 1-0 vorne dran, also nicht verwundert sein, wenn ich jetzt gleich den Graphen zeige. Hellraisers als Gewinner des Loser-Winner-Brackets 1-0 vorne dran. Also, kurze Pause, dann geht's weiter. Danke fürs Einschalten, bis gleich.